so. Ah, sorry. Da hat's geleckt. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdig. Ich bin der Dunkelfürst. Dessen Namen das Erdland, ja sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Abraham, ich meine Girahi. Für dich freilich Fürst, Herzog von und zu, keine Ahnung, Girahi. Merk dir meinen Namen. Es wird der letzte sein, den du hörst. Doch was ist das? Magst du, kleiner Wicht, es etwa mich herauszufordern? Das Mädchen, es sollte doch sich doch längst schon in meinen Händen finden. Doch dann musste diese schmähliche Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich und dieser Schmach, ja, dieser Schmach empfindet? Wut, fürchterlich rasende Wut, mein Lassen kocht vor Zweck. Weißt du, nach was es mich in diesem Moment gelöst hat? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Stallbursche wie du, ein Fürsten wie mir nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zerrechten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. Dieser Typ ist bizarr. Ah, lass mein Schwert los! Ich hab das Schwert los, ja. Also weicht da einfach aus! Ey, was zur Hölle? Komm jetzt. Mach keinen Scheiß. Ich trag nicht mehr, das gibt's nicht. Alter, jetzt reicht's mir. Friss diesen Krug. Was soll das? Oh, das könnte ein langer Kampf werden. Das hat er noch nicht gemacht. Ah, ich sehe nichts.
Wo ist mein Schwert? Na, komm schon! Das hat er beim ersten Sturm gemacht. Der hat noch nie so oft mein... Wie legt man den rein? Ah. Ey, das gibt's nicht. Ey, der schlägt auch so, wie ich nicht will. Ich will von der Seite und der schlägt von oben. Das gibt's nicht. Ach, komm schon. Ey, das ist doch der Vorführeffekt, ganz einfach. Ich sag das erstmal, ich mach den Gegner einen anderen mal, denn er bricht mich auf. Und ich habe keine Zeit mehr. Also, bis dann, ciao Leute. Macht's gut.